Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Transfermarkt TV. Heute am Dienstag mit folgenden Themen. Thomas Tuchel plant wohl einen spektakulären Tauschdeal, involviert unter anderem Leroy Sané. Die Bayern haben dafür aber auch ein Auge auf ein kroatisches Top-Talent geworfen. Der Deal soll kurz vor Abschluss stehen und wir zeigen euch später auch noch die wertvollste Elf an vereinslosen Spielern. Könnte ja für den einen oder anderen Verein durchaus von Interesse sein. Es geht aber heute los mit der Gerüchteküche und da steigen wir doch gleich mal ein mit dem spektakulärsten Thema. Es geht um den FC Chelsea und um Thomas Tuchel, der dort ja erfolgreiche Arbeit leistet. Und zwar soll dessen Club für Leroy Sané ein großes Interesse entwickelt haben. Früher ja in der Premier League aktiv bei Manchester City. Und das Ganze soll dann in einer der kommenden Transferphasen per Tausch umgesetzt werden. Das berichtet zumindest der Express. Und zwar sind mögliche drei Profis genannt in dem Bericht. Zuerst Callum Hudson-Odoi. Und da könnte man natürlich sagen, schon wieder Odoi und die Bayern. Denn Hasan Salihamidžić soll den jungen Flügelspieler ja schon seit einigen Jahren auf dem Zettel haben. Wir hatten schon x Gerüchte um Hudson-Odoi und einen möglichen Wechsel zum FC Bayern München. Das ist also vielleicht so die heißeste Spur, dass man bei Chelsea ganz genau weiß, worauf man beim FC Bayern so ein Auge geworfen hat und vielleicht ja wirklich Chancen hat auf eine Verpflichtung von Leroy Sané. Dann wurde genannt in dem Artikel Hakim Ziyech, aktuell auf dem Abstellgleis beim FC Chelsea, vorher ja wirklich mit Top-Leistung für Ajax Amsterdam, da ja auch in diesem großartigen Team gespielt, was es bis ins Champions League Halbfinale geschafft hat. Ein durchaus talentierter Spieler, der aber aktuell wenig zum Zug kommt. Vielleicht könnte das ja durchaus auch passen. Und dann noch ein Profi, der früher auch in der Bundesliga kickte. Christian Pulisic, der ja von Dortmund zum FC Chelsea ging, dann nochmal ein halbes Jahr auf Leihbasis beim BVB aktiv war und jetzt bei Chelsea die Rückennummer 10 trägt. Aber auch er könnte abgegeben werden, wenn man denn dem Bericht Glauben schenkt. Er hatte ja auch die ein oder andere Startschwierigkeit zu überwinden und er kennt die Bundesliga. Aber wir müssen natürlich bei der ganzen Einschätzung auch realistisch bleiben. Sané zu Chelsea, das können wir uns aus zwei Gründen kaum vorstellen. Einerseits natürlich die Quelle. Da wird doch auch sehr schnell sehr viel spekuliert. Und dann ist es auch fraglich, ob die Bayern-Bosse einem solchen Deal zustimmen würden. Zuletzt erhielt Sané nach seinen eher schwankenden Auftritten volle Rückendeckung von den Clubbossen. Und man hat ja auch wirklich ewig dafür gearbeitet, ihn nach München zu holen. Deswegen will man ihn wohl so schnell nicht wieder abgeben. Die Einschätzung insgesamt, der Daumen geht runter. Hoch geht er hingegen in Sachen Wahrscheinlichkeit einer Neuverpflichtung. Es geht um Lovro Zvoranek. Der ist gerade mal 16 Jahre jung, offensiver Mittelfeldspieler und die Bayern sollen schon seit ein paar Wochen an ihm interessiert sein. Nun gab es einen Bericht der Bild, wonach der Transfer schon in trockenen Tüchern sein soll. Es fehlt halt wohl offensichtlich nur noch die Bestätigung des Rekordmeisters. 1,8 Millionen Euro die Ablösesumme. Mit Boni kann sie auf 5 Millionen ansteigen. Slaven Belupo, das war der bisherige Verein in Kroatien. Dort übrigens, wir sehen es unten, 7 Spiele, ein Tor. Das eine Tor war ein ganz besonderes, denn Lovro Zvoranek war damit der jüngste Torschütze in der Geschichte der kroatischen Liga. Ein ganz interessantes Talent, das sich da offensichtlich den Bayern anschließt. Es gibt auch Neuigkeiten zu Admir Mehmedi, der ja nicht nominiert wurde für den Champions-League-Kader des VfL Wolfsburg. Der Schweizer, der war darüber durchaus bestürzt und in einem Interview mit der Bild schloss er einen Winterwechsel nicht
aus. Jetzt aber vorschnell noch in die Türkei oder nach Russland zu wechseln, das sei definitiv nicht geplant. Dort wären ja Transfers noch zu realisieren. Ja, einen ganz ähnlichen Fall gibt es bei der Eintracht aus Frankfurt. Armin Younes ist nicht für die Europa League nominiert worden und sowieso wechselwillig. Nun berichtet der Hessische Rundfunk, dass Younes aktuell in Frankfurt vermisst wird. Er sei nicht beim Training und auch gar nicht in der Stadt, sondern er soll sich in der Türkei aufhalten und sich dann dementsprechend tatsächlich versuchen, den Weg dorthin freizustreiken. Also weg von der Eintracht. Ab in die Türkei, da werden wir natürlich die nächsten Tage ganz genau beobachten müssen, wie sich diese Posse entwickelt. Aus einem Interview mit der Bild, das Frank Baumann gegeben hat, geht hervor, dass Werder Bremen tatsächlich eine Vertragsverlängerung mit Jiří Pavlenka, dem Keeper, forciert. Er war ja eigentlich ein ganz klarer Verkaufskandidat, weil eigentlich auch ein guter Torwart. Und nach dem Abstieg standen ja eigentlich alle Spieler im Schaufenster. Nun die Kehrtwende. Pavlenka bleibt, das ist klar. Das Transferfenster ist ja geschlossen. Sein Kontrakt läuft im kommenden Sommer aus. Und Baumann sagte, man wolle verlängern. Das sei in den vergangenen Wochen etwas zu kurz gekommen, weil einfach zu viel Stress im laufenden Transferfenster war. Jetzt könne man sich aber wieder an einen Tisch setzen. Das Ganze riecht doch deutlich nach Einigung. Laut dem Daily Star hat Beşiktaş ein offizielles Angebot für Mohamed Elneny abgegeben. Der 29-jährige Mittelfeldspieler steht ja noch im Kader des FC Arsenal, aber der Ägypter war ja im Jahr 1920 bereits an Beşiktaş verliehen, würde also zurückkehren. Gut möglich, dass dieser Deal vor Ende der Deadline in der Türkei noch zustande kommt. André Onana von Ajax Amsterdam sitzt ja derzeit eine Dopingsperre ab. Trotzdem wird über seine Zukunft spekuliert. Laut einem Bericht von Tuttosport spielt Onana eine Rolle in den Planungen von Inter Mailand. Dort läuft im kommenden Sommer der Kontrakt von Samir Handanovic aus. Das heißt, man sucht nach langen Jahren eine neue Nummer 1. Onana also Kandidat, aber auch Bernd Leno vom FC Arsenal wurde genannt. So oder so, eine neue Nummer 1 muss her. Wir werden auch diese Entwicklung weiter verfolgen. Und wir haben noch ein ganz wildes Gerücht aus der Türkei, einen Tag vor Ende des Transferfensters dort. James Rodriguez, der hat sich ja im Sommer durchaus unzufrieden über den Abgang seines Trainers Carlo Ancelotti vom FC Everton zu Real Madrid geäußert. Nun kursieren Gerüchte, dass James sich Başakşehir hier anschließen könnte. Da sind aber keine sonderlich seriösen Quellen im Spiel und man kann doch bezweifeln, dass das so kurz vor knapp noch zustande kommt. Ja, soweit unsere Gerüchteküche am heutigen Dienstag. Eure Meinung ist natürlich auch wieder gefragt. Schreibt sie gerne in die Kommentare. Auch natürlich gern zu ihm hier, zu Leroy Sané. Ja, und dieses Video, das ist auch wieder unterstützt von We Are Football. Und Flo Marquardt, der zeigt euch jetzt, was ein Abgang von Sané bedeuten würde und wie man ihn im Managerspiel am besten ersetzen könnte. Der FC Chelsea will sein Arsenal an deutschen Nationalspielern unter Thomas Tuchel noch erweitern. Und wer kann es denen verübeln? Denn Leroy Sané ist ein super Spieler und hat schon Premier League-Erfahrung. Das Problem ist, was machen dann die Bayern? Denn die Flügel sind eh schon noch nicht so hundertprozentig perfekt besetzt. Natürlich beide Positionen doppelt, aber auch immer relativ verletzungsanfällig mit Kingsley Coman und Serge Gnabry. Und jetzt muss man sich überlegen, was macht dann der FC Bayern, wenn Leroy Sané wirklich weg ist? Entweder man holt einen gleichwertigen Ersatz, das kostet aber ein bisschen, oder man macht ein bisschen Scouting und holt ein großes Talent, was dann nicht ganz so viel kosten würde. Wir schauen uns beide Optionen mal in der Bundesliga in We Are Football an. Dafür schauen wir mal in die Abteilung Transfers und Scouting in We Are Football und da scouten wir mal in der ersten deutschen Bundesliga, denn Bundesliga-Erfahrung ist relativ wichtig. Wir wollen natürlich Spieler, die schon ein bisschen was können auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch noch relativ jung sind. Wir gucken mal nach linken bzw. rechten Außenstürmern und da sehen wir, so viel ist in der Bundesliga da gar nicht mehr übrig, was man da nehmen könnte. Zum Beispiel ein Markus Thuram, den könnte man von Borussia Mönchengladbach loseisen für ein bisschen Geld höchstwahrscheinlich. Und eben auch auf der rechten Seite gäbe es zum Beispiel einen
Moussa Diaby. Beides Franzosen, mit denen hat man ja bisher relativ gute Erfahrungen gemacht. Siehe zum Beispiel Franck Ribéry oder eben auch Kingsley Coman. Und ich denke mal, entweder ein Thuram oder ein Diaby, die ja beide ein bisschen unterschiedliche Spielertypen sind, wären auf jeden Fall guter Ersatz für Leroy Sané. Wie gesagt, was man jetzt auch noch machen könnte, wäre nach jungen Spielern zu scouten. Und das machen wir doch einfach mal. Ich hätte gerne 16 bis 21 mit nicht ganz so viel Bewertung bisher und natürlich nur die wirklich super guten Talente. Und da sehen wir, dass es zum Beispiel einen Jong von Freiburg gibt, den man holen könnte, oder eben einen Jan Thielmann vom 1. FC Köln. Die haben alle eine sehr, sehr gute Talentbewertung und können auf jeden Fall richtig, richtig gut werden. Auf der linken Seite gäbe es dann noch einen Jakob Brünn-Larsen, der auch eine 3er-Talentbewertung hat, oder vielleicht sogar einen Paulinho von Bayer Leverkusen. Ob der Sané-Transfer jetzt so passiert oder nicht, weiß ich nicht genau. Ich halte es eher für unwahrscheinlich, aber wenn es dann passiert, dann glaube ich, dass Brazzo so einiges in der Hinterhand haben könnte. Und wir machen weiter mit den fixen Spielerwechseln. Es gibt ja noch eine Handvoll, wir haben es schon mehrfach angedeutet, das Transferfenster ja unter anderem in der Türkei noch offen. Das heißt, dort ist man durchaus geschäftig. Fangen wir doch mal an mit dem ersten fixen Deal und der kommt aus der Bundesliga. Es handelt sich um Joel Poyanpalo. Der wird abermals verliehen, war ja schon beim HSV und bei Union Berlin. Nun geht es von Bayer Leverkusen zu Rieses. Boah. Aber die Werkself hat ein kleines Zeichen vorher gesetzt. Es gibt keine Kaufoption, sondern der Vertrag wurde auch gleich um ein Jahr verlängert. Und zwar bis 2023. Karagümrük hat sich auch einen neuen Offensivmann geleistet und zwar Ex-Inter-Stürmer Jan Karamo. Nach dem Abstieg von Parma Calcio geht er für ein Jahr auf Leihbasis in die Türkei. Dort bleibt auch Ex-Herthaner Derek Lukasen, der 26-jährige Verteidiger, der spielte in der Vorsaison für Kasim Pasa. Nun geht es zu Karagümrük und zwar wird er abermals verliehen von seinem Stammverein, das ist die PSV Eindhoven. Fenerbahce ist auch nochmal tätig geworden und hat einen neuen Spieler geholt. Exakt den 10. Neuzugang dieser Transferperiode. Miguel Crespo heißt der 24-jährige zentrale Mittelfeldspieler. Der Portugiese spielte bisher in seiner Heimatliga bei Aufsteiger Estoril Praia. Er hat einen Marktwert von 600.000 Euro, also durchaus ein überraschender Neuzugang, der da aus dem Hut gezaubert wurde für Fenerbahce. Ja, und einer der prominentesten Namen, das ist Franck Ribéry. Hier sehen wir ihn noch bei seiner Vorstellung bei der Fiorentina, als er dort seinen Vertrag unterschrieben hat. Der war zuletzt vereinslos, konnte also unterschreiben, wo er wollte, war nicht an die Deadline gebunden. Der 38-Jährige bleibt in Italiens Top-Liga und unterschrieb nun bei US Salernitana einen Vertrag. Und auch Erzgebirge Aue hat nochmal einen vertragslosen Spieler aufgenommen. Nikola Trujic, der 29-Jährige, kickte zuletzt in Griechenland und soll die Torflaute in Aue beheben. Denn der FCE hat in der bisherigen Zweitligasaison gerade zweimal getroffen. Das ist der schwächste Angriff der zweiten Bundesliga. Ja, und passendermaßen haben wir noch eine Statistik des Tages für euch, nämlich eine Top 11 dieses Mal. Der Spieler ohne Vertrag, die den höchsten Marktwert haben, das heißt alle Vereine könnten zuschlagen und unabhängig von der Transferphase diese Spieler unter Vertrag nehmen. Wir haben hier schon mal die Defensive und da sind auch gleich die beiden absoluten Promis dieser Elf. David Luiz, der Brasilianer, 4 Millionen noch sein Marktwert und Serge Aurier, hinten rechts nach seiner Vertragsauflösung bei Tottenham 20 Millionen sein Marktwert. Hier haben wir einmal das Mittelfeld aufgelistet und ganz vorne drin noch einen Promi, Daniel Sturridge, der aber jetzt schon fast anderthalb Jahre
keinen Kontrakt mehr hat. Zuletzt war er bei Trabzonspor aktiv, 2 Millionen, trotzdem immer noch sein Marktwert. Ob das nochmal was wird, das werden wir in der Zukunft sehen. Der Gesamtmarktwert 58 Millionen Euro dieser Elf, und es gibt auch noch weitere Promis, die es hier nicht ganz reingeschafft haben, aber durchaus interessante Namen. Jack Wilshere zum Beispiel, Hatem Ben Arfa oder auch Marco Marin. Und wir sind gespannt, wen ihr euch von dieser Elf oder von den anderen namhaften Namen wünschen würdet. Wer soll zu eurem Verein wechseln? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und zum Schluss haben wir noch ein paar interessante Tickermeldungen aus dem Fußball für euch. So unter anderem von WM-Siegtorschütze 2014 Mario Götze. Der hat nämlich seinen Vertrag bei der PSV Eindhoven verlängert. Am Anfang dachte man ja, komischer Wechsel, aber das Ganze hat sich bisher als Erfolgsgeschichte entpuppt. Götze gab auch in der Pressemitteilung des Vereins zu verstehen, er wolle unbedingt Titel mit dem Verein feiern. Und sein neuer Vertrag hat auch eine ganz ordentliche Laufzeit bis 2024. Das heißt, da scheint sich jemand richtig wohlzufühlen. Der SC Paderborn plant offenbar eine Kooperation mit dem niederländischen Traditionsverein Ajax Amsterdam. Es wurden von Vereinsseite schon Gespräche bestätigt. Das Ganze soll auf einer rein sportlichen Ebene stattfinden. Wir erinnern uns mal zurück, 2019 hatte es schon einen Versuch des SCP gegeben. Allerdings wollte man da mit RB Leipzig kooperieren und da hatten die Fans dann ein großes Problem mit. Nach kurzen und heftigen Protesten wurde diese Kooperation ad acta gelegt. Ja, und es gibt auch Neuigkeiten hinsichtlich des Slapstick-Spiels Brasilien gegen Argentinien. Das wurde ja nach 6 Minuten abgebrochen, weil Beamte des Gesundheitsamtes in Brasilien Sicherheitsbedenken hatten. Nun wurde bekannt gegeben, dass beide Verbände 6 Tage Zeit haben, eine Stellungnahme zu verfassen, und hinterher wird dann entschieden, wie das Spiel gewertet wird. Das war's schon wieder für heute von Transfermarkt TV. Ich sag natürlich ganz herzlichen Dank für euer Interesse und lege euch noch ans Herz, eure Meinung in die Kommentare zu schreiben. Wir freuen uns da auf jeden Einzelnen, der mitmacht. Und ich habe am Ende auch noch 2 Empfehlungen für euch. Hier könnt ihr unser aktuellstes Video anklicken und da unten haben wir eine Playlist für euch mit den Traumelfen aus der Welt des Fußballs. Dabei ganz viel Spaß und ich sag bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.